Viel, viel größer. Zack. Jetzt kommt natürlich noch ein Highlight dabei. Das ist der Nebenbau. Das war das Highlight. Sag mal, jetzt ist aber gut. Nö, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich geh auf die andere Seite. Wo hab ich denn? Wo hab ich denn? Wo hab ich denn? Ich glaube, es war hier. Zack. Zack. Aber die wird, glaube ich, größer als. Jetzt kannst du mich mal muscheln. So. Die ist auf jeden Fall, glaube ich, größer geworden, als wie in meiner. Von der Deckehöhe her halt. Wo die, glaube ich. Mach keinen Fehler. Wo die, glaube ich, höher als wie. Das gibt's doch nicht. Auf jeden Fall höher wie bei mir in der Übung. Wurde die nicht so hoch. Das merke ich gerade vom Bauen her, weil normalerweise kam ich da dran. Ohne dass ich mir hier ein Gerüst bauen musste. Was ist denn das für ein Verarsche? Na? 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 Aha. Zack. Muss ja genau drunter stehen. Zack. War das da? Oder war das da? Oder war das beides? Ne, das war hier. Zack. 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 Und zack. So. Aha. Ja, das ist schon alles geplant. Das muss schon ein richtiger Dachstuhl werden jetzt. Klar, Kirschen decken sie normalerweise ein bisschen runter und alles aus. Das wird doch nachher ein bisschen runter. Aber die Sache ist jetzt die, bei Minecraft im Rundbauen, das ist nicht immer so praktisch. Das klappt nicht immer so. Außer man hat ein Maß wie so ein. Wie ein Fluchthafen zum Beispiel. So. Das ist schon mal das gewesen. Das haben wir auch. Jetzt kommt nachher das Dach noch drumblätter drüber. Da. Oh, jetzt brauchen wir Wolle und das habe ich nicht. Aber das Glas dürfte natürlich auch nicht reichen, was ich da wieder geholt habe. So. Das ist schon mal bei der Kirche schon mal praktisch. Die hat hohe Fenster. Das heißt. Aber die Sicht, die muss ich schon ein bisschen frei machen. Das heißt, schön viel Wolle sparen. Und hier guckt man voll auf den Baum. Blob. Da muss er noch gefällt werden. Damit der weghört. Damit wir hier. Jetzt machen wir nicht die Wolle kaputt, ey. So. Entschuldigung, wieder mal. So, jetzt muss ich den Naranogiroa da drin machen. Und dann noch. Was machst denn du hier drin? Du hast hier drin nichts zu suchen. Raus mit dir aber schnell. Bam. Wir können hier schon mal. Schon mal das machen. So. Also die wird schöner reinpassen. Wenn das nachher fertig ist, das ist natürlich nur ein Stückchen Arbeit. Aber das mache ich ja gerne. So, wir haben jetzt schon, wenn ich mal gucke, eine Folge fertig. Wir sind jetzt schon in der neuen Folge. Hallo und willkommen zu der neuen Folge. Sag ich schon mal in diesem Sinne. Hoppala. Willkommen in der neuen Folge. Ja, da war ich dran. Wir sind immer noch dabei, Wolle zu organisieren. Und es wird schon wieder dunkel. Schon wieder? Eigentlich schon lange nicht mehr dunkel. Doch. Da gehst du wieder da rein. Oh, böses, scharfes Ding, du. Das ist alles ein bisschen blöd. Also, schön und gut, Kirsche, ja. Finde ich ja dufte, finde ich ja toll, aber die Wolle, die müsste ich mir anders organisieren. Ich könnte natürlich jetzt in Cheat-Modus reinballern und hier die Wolle hier runterratteln. Und könnte mir hier das Sammeln sparen. Aber das ist ja auch nicht so der Sinn der Sache, finde ich. Wie gesagt. Oh doch, die Kirche wird nachher geil aussehen. Von Weitem schon. Von Namen nicht. Nee, doch. Klar. So, in der Zeit, wo ich mir jetzt hier wieder Wolle organisiere, tue ich mal gucken, ob ich den Baum nochmal finde. Weil ich will den ja mir abzweigen. Und vermehren. Vermehren muss ich ihn. Weil man sieht, wie selten er ist. Da. Sumpf, Schälkopf. Warum sage ich nicht gleich direkt Winter? Das ist so richtig schöner schwarzes Holz, ist das bei diesem Texture Pack.
Okay, jetzt brauche ich ihn doch nicht zu vermehren. Ich sehe, hier ist genug davon da. Toll, aber der Boden können wir schon mal reinziehen. Das ist ja schon mal... Das ist ja schon mal etwas wenigstens, was ich euch dann zeigen kann. Weil die Wolle ist echt schwer zu organisieren. Leute. Zum Glück haben wir noch eine Diamantenspitzhacke, dann geht das alles hier auch ein bisschen schneller. So, jetzt gib mir mal ein paar Setzlinge, damit ich auch mal ein paar Bäume noch retten kann, wieder hier aufstellen kann, damit man das auch wieder sieht. Och nee, du bist mir zu hoch, du kannst mich mal muscheln. Ich habe keine Zeit für sowas. Ich will den Leuten was zeigen, hallo. Das muss schneller gehen. Oh, der ist aber auch... Die sind viel zu hoch, die Bäume. So. Ach, Age of Conan Musik, glaube ich, ist das gewesen. So, so, so. Ja, 13 Abonnenten. Ich weiß nicht, ob bis jetzt mehr geworden sind, weil jetzt sind ja schon ein paar Tage vergangen. Oh, der ist viel zu hoch. Der wird nur halb abgeschnitten gleich in der Gegend rumstehen, aber das ist mir auch Latte. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ein paar Abonnenten mittlerweile welche dabei kamen oder welche weggegangen sind. Natürlich hoffe ich nicht, dass welche weggehen. Auf gar keinen Fall. Habe ich das doch benutzt? Ich weiß es nicht. Ich bin mir so unsicher. Ich bin mir ja so unsicher. Ob ich das wirklich benutzt oder... Ich bin mir ja so unsicher. Nee. Ich brauche es zwar, aber nicht komplett. Stimmt, ich brauche ein bisschen was davon. Der Rest ist dann... Da ist Kohle, aber das brauche ich jetzt nicht. Der Rest ist dann jetzt Tropenholz. Stimmt. Ja, ja. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, ja. Oh, hier geht's runter. Nee, das stimmt. So war... Mensch, wie bin ich denn jetzt hier hochgekommen? So war es, genau. Aber ich bin auch gerade viel schneller hier rausgekommen. Glück habe ich diese Karte. Wie gesagt, Leute, ich brauche Kommentare für den nächsten Bau. Den muss ich mir schon mal langsam überlegen. Obwohl der immer ganz fertig ist, ich weiß. Aber ich bin immer vorausplanend. Hoppala, 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 hoppala. Sehr vorausplanend. Deswegen bin ich auch gerade runtergefallen. Das war alles geplant. Ich habe das Tropenholz von Weitem gesehen, wo direkt panisch. Ich habe gedacht, weißt du was, wenn jetzt hier runter springst, die Tatsachen, dann bist du ruckzuck am Holz. Nein, Quatsch. Natürlich, natürlich, wie gesagt, ich brauche Kommentare mit... Oder Nachrichten, Privatnachrichten, das ist alles egal. Oder auch natürlich Servervorstellungen. Da habe ich auch Interesse dran. Vielleicht den Leuten eure Server zu zeigen. Wenn ihr Minecraft-Server habt und ihr wollt sagen, hey, wir haben da kaum Leute drauf. Ich mache gerne Werbung für euch. Schreibt mir euren Server und ich mache auf eurem Server ein Let's Show und zeige den Leuten euren Server. Ich sammle das Holz gerade gar nicht ein, ich Vollpfosten. Ich denke gerade, warum sammelt der nicht, der Depp? So. Wie gesagt, das haben wir gesagt jetzt noch, das wäre auch eine gute Idee. Und dann laufe ich ein bisschen auf euren Servern rum und dann könnt ihr mir ein bisschen was zeigen da und mir sagen, hier, das ist natürlich sehr wichtig anzusprechen, zeigt mal das den Leuten. Die sollen auf unseren Server kommen, wir brauchen Unterstützung, ich bin dafür, voll dafür, sowas immer zu unterstützen und Leute zu unterstützen, die natürlich Hilfe brauchen bei sowas. Ist nicht so, dass ich jetzt eine riesen Einschaltquote habe, wo ich sagen kann, hey, jetzt habt ihr gleich, wie viele Leute bei euch sein. Aber wenigstens die, die vielleicht hier vorbeikommen und das angucken, wissen schon mal, dass ihr einen Server habt. Und noch Leute braucht, die aktiv mitmachen natürlich. Ja, so mehr Werbung man für einen Channel, für einen Server, umso besser ist das für jemanden. So, ich will jetzt hier halbnackig nach Hause laufen. Ich brauche schon noch ein bisschen mehr, denke ich mir mal. Wie lange denn jetzt hier? Fichte, Rumpen, wie kriegen wir da raus? Reichen die? Ey, warum schmeißt denn das weg? Reicht das schon oder sollen wir noch was mitnehmen? Wir gehen jetzt mal einfach nach Hause. Und gucken mal, ich hab da, da krieg ich wieder Ärger. Na. Ich hab Schaf gesehen und schon werde ich wieder panisch. Ich bin direkt scharf. Na. Juppala. Nee.
Komm her. Jetzt ist sie noch nackig. Ich renne ihm hinterher, ich Depp. Hinten ist aber unsere Klatsch, unsere Brücke. Oh, da war doch einer. Komm her. Komm her. Kommst du her? So. Langsam müsste mein Korn mal gut werden, damit ich mal ein bisschen was. Mal wieder was, bisschen was anpflanzen kann. So. Jetzt komme ich nicht hoch. Das sieht ja auch total scheiße aus. Kann ich auch direkt mal ein bisschen hier verschönern. Habe ich noch Platz gleich für, jetzt sammeln wir das nicht wieder ein, du böser Junge. So, jetzt. Wenn das auch ein bisschen schöner hier um die Ecke aussieht. Dann habe ich auch gleichzeitig wenigstens wieder ein bisschen an, Glas zu machen. Das kann man immer so Stück für Stück im Hintergrund Forest. Ein bisschen im Hintergrund laufen lassen. Duck, 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 duck. Die Eier laufen jetzt doch bis hier runter, siehst du? Aber man, der sammelt die. Achso, ich bin ja voll. Stimmt. Zack. Habe ich dich auch direkt schon nackig gemacht. So, ey. Wir werden ja gleich schon wieder ein bisschen halt leerer werden, weil wir jetzt den Boden hier mal reinziehen. Ach ja, guck mal, da kommt die Wolle direkt schon persönlich an den Arbeitsplatz. Jetzt habe ich keine Schaufel. Irgendwas will mich ärgern. Ich komme nicht zum Bauen, Leute. Tut mir leid, dass es ein bisschen hinhergeht, aber das wird schon irgendwo. Habe ich noch jetzt Eisen in der Tasche? Natürlich, doch. Ah, lass dich nicht verarschen, du. Weil wir brauchen ja jetzt eine Schippe. So, dann holen wir direkt wieder ein bisschen Wolle mit. Guten Tag. Das heißt aber nicht, dass du rauslaufen darfst. So, machen wir das mal alles ab hier. Mach dich ab hier. Ach, du bist auch schon wieder fertig. Zack. So, es wird wieder hell. Und wir müssen jetzt hier erstmal ein bisschen Boden rausnehmen. Und Boden wieder einbauen. Ja, das wird schon schöne Kühe. Aber ich bin gerade überlegen, woraus waren denn die. Ja, das wird schon. Müssen wir mal gucken, wie der da mal. Plopp. Ist die gleich, hängt wieder irgendwo so im Keller. Hier könnte man auch so eine böse Bibliothek bauen oder sowas. Okay, hoppala, 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 nichts Böses. Habe ich jetzt echt gesagt, in der Kirche was Böses bauen? Quatsch. Nein. Ey, pack die Samen weg. Pack die Samen weg. Das war auch nicht so geplant. Das sollte eigentlich nicht so aussehen. Egal. So sollte es aussehen. So. Das hat Style. Das sage ich euch. Dafür gehe ich auch extra dann so Zeug suchen. Oh Mann, Mann, Mann. Hoppala. Na, wo war ich denn? Ah, hier. Ich bin total, durch den Wind. Na, da muss ich gerade mal was machen.